Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Ages hier im dritten Dungeon, der Mondscheingrotte. Ich habe keine Ahnung, wie ich euch jetzt die nächsten 40, 45 Minuten, ungefähr drei Videos schmackhaft machen soll, denn das hier ist kein Live-Commentary, sondern im Nachhinein nachkommentiert. Im Nachhinein nachkommentiert, das ist doppelt gemoppelt. Ist ja auch völlig egal. Weil ich natürlich vergessen habe, mein Mikrofon anzuschalten. Das habe ich am Anfang von XCOM, natürlich! Am besten, ich nehme das hier jetzt auch nochmal von vorne auf. Am Anfang von UFO Enemy Unknown bereits gesagt. Weswegen ich ja dieses neue Projekt angefangen habe. Aber dennoch, das hier muss jetzt wohl oder übel getan werden. Zu diesem Zeitpunkt kenne ich diesen Dungeon schon zum Teil. Denn ich habe mich in einen Bug hineingeritten, wodurch ich den Dungeon sowieso nochmal von vorne machen musste. Was ganz gut ist, denn ich habe mich angestellt wie der letzte Honk. Und das bereits bei den ersten Rätseln. Von daher, seid froh, dass ihr nicht alles mitbekommen müsst. Also, wir haben die Karte erhalten. Das ist schön. Und wir töten diese neutralen Mobs. Wir dringen ihren Lebensraum ein und töten sie. Warum eigentlich nicht? So, diese Kristalle, davon existieren 4 Stück, müssen zerstört werden, damit etwas zum Vorschein kommt, was wir zuvor nicht sahen. Stürzt dann in der Mitte des Dungeons herab, das darf ich schon mal verraten. Oh, Spoiler! Riesiger Plot-Twist, und zwar um 360 Grad. Und ich bin sehr froh, dass ich dieses Rätsel in diesem Raum jetzt sehr schnell lösen kann. Das ist wunderbar. Endlich habe ich auch was zum Kommentieren. Ja, hoffe ich zumindest. Denn Phasen, in denen ich einfach überlegen muss und nichts kommentieren kann, sind ein bisschen doof. So, der zweite Kristall ist zerstört. Das ist schön. Ein lautes Geräusch dringt aus der Ferne heran, ganz so, als ob sich etwas losgelöst hätte. Denn einfach so irgendwas aus der Nase ziehen kann ich mir auch nicht. Und dieses Rätsel ist jetzt natürlich auch sehr einfach gelöst. Ist aber auch ziemlich schwer, dieses Muster zu erkennen und somit an diesen Schlüssel zu gelangen. Haha, das war ja doch gar nicht mal so schwer. Einfach nur die Augen aufhalten. Jawohl, jawohl, jawohl. So, und jetzt ist es für mich im Nachhinein auch wieder halb blind, denn bis zu diesem Moment habe ich nachkommentiert, dann habe ich geschnitten, weil ich merkte, dass ich ja einen Teil des Dungeons neu aufgenommen habe. Und deswegen fange ich jetzt hier nochmal von vorne an. Und da die Aufnahme schon etwas länger her ist, weiß ich nicht mehr so genau, was wir jetzt genau machen werden. Naja, gut. Dann könnte ich vielleicht meinen Monolog fortsetzen. Und zwar, ich kann mir ja nicht einfach irgendwas aus der Nase ziehen, nicht wahr? Zwar mag man glauben, dass ich als Alleinunterhalter, / Videospiele-Kommentator oder Let's Player, eine ganze Menge zu erzählen habe, aber das ist gar nicht so. Nee, ich rede in Wirklichkeit relativ wenig. Ich kann mich gut mit mir selbst unterhalten. Das ist also überhaupt gar kein Problem. Und wir stürzen in die Tiefe. Wo Feinde warten! Ah! Ich kann mich sehr gut mit mir selbst unterhalten. Und ich habe auch die besten Argumente, um mit mir selbst zu diskutieren. Weil ich genau weiß, was ich als nächstes sagen werde und somit mir selbst entgegen argumentieren kann. Und so, oh Gott, ja, hier kommen wir sowieso noch nicht weiter. Aber mich jetzt so mit anderen Leuten zu unterhalten, ich muss mal sagen, ich bin nicht so der Menschenfreund. Also wir plaudern heute mal nicht wirklich übers Spiel, sondern über was anderes. Hier kommen wir übrigens nur mit dem Dungeon-Item weiter. Wir reden heute mal ein bisschen privat. Warum eigentlich nicht? Ich muss mich ja hier nicht aufs Spiel konzentrieren. Ihr seht das Spiel ja, ihr seht, was ich dort mache. Und letztlich kommt es ja nur auf die Unterhaltung an. Ihr wollt irgendwas für die Ohren, ne? Ihr seht das hier ja nicht oder hört das hier ja nicht wegen dem Spiel, sondern in erster Linie wegen meiner Wenigkeit. Weil ich großartig bin, weil ich der Tollste bin. Ich habe 46.000 Abonnenten, das macht mich besser als dich, dich und dich. Ja, das meine ich jetzt überhaupt nicht ernst. Ist mir letztens wieder aufgefallen. Wurde in der Schule angesprochen, also ich sitze ja normalerweise allein in der Schule vor allen Dingen.
in der Hochschule. Das ist ja im Prinzip eine Schule, ne? Dass man diese Hasenbomben töten kann, muss man aber auch selbst herausfinden, ne? Naja, das weiß man zum Beispiel aus Link's Awakening. Ja, wurde angesprochen, ne? Ja, du jetzt ja auch in diesem Semester, ne? Ja. Ne, kannst du mal sehen. Und kannst dir wieder gehen, ne? Ich kann mich nicht einfach so mit irgendwelchen Leuten unterhalten. Auch wenn wir uns mal gesehen haben, aber mich einfach so mit irgendwem unterhalten? Ich bin nicht so der Typ. Ich bin kein sonderlich sozialer Mensch. Auch wenn euch das jetzt schockieren mag. Juhu, hurra, dritten Kristall zerstört. Ich bin im Grunde genommen ein Menschenfeind. Ich mag Menschen nicht. Ich mag mich selber. Denn ich kenne mich. Mich und all meine Schwächen. Warum das Vieh jetzt bei der ersten Bombe starb, ist ein Rätsel. Naja. Bedeutet nicht, dass ich nicht nett zu anderen Menschen bin, aber ich kann nicht einfach so eine Diskussion oder Dialog oder Unterhaltung vom Zaun brechen, weil mich andere Menschen, das klingt jetzt so, als ob ich mich nur für mich selbst interessieren würde, aber ich interessiere mich nicht für irgendwelche Menschen. Auch wenn das voll brutal klingt, aber wir Menschen sind halt nicht alle gleich. Und irgendwie, die Historie hat es irgendwie so ergeben, dass wir jetzt irgendwie an diese mechanischen Rüstung vorbei müssen. Was habe ich zuletzt gesagt? Die Historie hat halt irgendwie ergeben, dass ich dieses Rätsel jetzt nicht auf Anhieb lösen kann, weil ich dumm bin. Aber wir haben jetzt ein schönes Weihnachtsbaummuster erstellt, obwohl wir Ostern haben. Was habe ich gesagt? Die Historie, also meine persönliche Geschichte, die hat halt irgendwie ergeben, dass ich nicht so gut mit anderen Leuten auskomme. Dass mir andere Leute egal sind. Ne? Komisch, ne? Daumen nach unten für dieses Video. Ich deabonniere dich. Mich einfach nur mit Leuten zu unterhalten, weil es gerade irgendwie, was weiß ich, weil es ihnen entgegenkommt oder weil sich das so gehört, das kann ich nicht. Ne? Warum auch immer ich das nicht kann. Geht halt nicht. Ne? Kann man nichts machen. Da bin ich ziemlich introvertiert. Im Allgemeinen bin ich aber extrovertiert. Das ist eine ganz komische Mischung. Ich könnte ja zu Peter gehen. Die interessiert sich auch nur für Tiere. So, haben wir den Dungeon mal abgeschlossen. 7 Minuten. Fast 8 Minuten. Ach, das kann noch eine Weile dauern. Naja, vielleicht fällt mir ja noch irgendetwas Spannendes ein, während wir hier so herumlaufen. Und hier mache ich mir meine Gedanken, was könnte man denn mit dieser Anlage noch so Schönes machen? Genau das, wir laufen einfach hinein, dann muss ich das Rad in die andere Richtung drehen. Und wenn wir dann von der linken Seite her kommen, dürfte uns das Rad nach oben befördern. Das ist der intelligente Plan. Ja. Und auch wenn ich anderen Menschen gegenüber introvertiert bin, also mich nicht für sie interessiere, bedeutet das nicht, dass ich nicht gerne Let's Play Togethers oder was auch immer machen würde oder dass ich meine Kollegen mag, meine Let's Player Kollegen oder wie auch immer. Ich mag die. Ich mag die alle. Ich mag alle Leute, mit denen ich mich gerne beschäftige. Hier meine direkten Freunde über Skype und so weiter. Ja, das sind meine Freunde. Steinerne Ritter, bla bla, die haben keine Angst vor deiner Klinge. Also müssen wir uns da was anderes ausdenken. Ist aber auch nicht allzu kompliziert. Ne, also, Leute, mit denen ich gut bin, die mag ich halt, ne? Ist komisch, dass man diese Kristalle nicht mit Bomben sprengen kann. Und boom, Schwert geht. Aber so eine Bombe, die ist einfach zu schwach, um einen Kristall zu sprengen. Zu zerstören. Haha, das macht Sinn. Ich denke, ich weiß schon, warum ich die meisten Leute einfach nicht leiden kann, aus Prinzip, oder warum ich mich überhaupt nicht mit denen beschäftigen möchte. Weil ich sie nicht kenne. Wenn ich Leute nicht kenne, weiß ich nicht, wie die drauf sind. Und aus der Erfahrung heraus weiß ich, die meisten Leute sind einfach Arschlöcher. Was will ich mich also mit diesen Leuten unterhalten? Na? Kann man irgendwie nachvollziehen. Ihr habt sicherlich auch viele solcher Leute in eurer Umgebung, bei denen ihr euch einfach denkt, so ein Assi. Oder ihr seid selbst einer und bemerkt es gar nicht. Dö. So, wieder ein paar Abonnenten weniger. Sehr gut, am Ende bleiben die Arschlecker übrig. So hab ich das gerne.
Und dass ich nur Spaß mache, werden die meisten hoffentlich auch bemerken. Wir sind fast tot, nur drei Herzen, das gibt's ja nicht. Ich mache viel Spaß. Ihr dürft mich in den meisten Fällen überhaupt nicht ernst nehmen. Es sei denn, ihr sollt mich ernst nehmen. Aber wann mache ich Spaß? Und wann mache ich keinen Spaß? Die meiste Zeit mache ich Spaß, wenn ich die Stimme verstelle. Ich denke, so lässt sich das gut unterscheiden. Aber wann verstelle ich die Stimme? Wisst ihr denn, ob das hier meine echte Stimme ist? Vielleicht ist auch das hier meine echte Stimme. Ja, das habe ich versucht, eine Bombe ins niedrigere Stockwerk zu werfen. Hat natürlich nicht so gut funktioniert. Da das ein gähnender Abgrund ist und... Ahaha, einer der schönsten Räume überhaupt. Der spannendste Raum überhaupt. Da muss man nämlich warten. Oder ausweichen und warten und ausweichen. Diese Platten gibt's in, ich glaube, jedem 2D-Zelda-Teil. Aber da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Denn ich könnte herausfallen. So, was haben wir denn hier so? Also wir haben heute Feiertag. Hab ich natürlich eingekauft. Was haben wir denn so? Pfanni-Kartoffelpüree. Ja, leck mich am Arsch. Mit herzhaft kräftigem Geschmack. Ich werde übrigens nicht von Pfanni finanziert. Wäre aber eine Idee, ne? Ich habe noch die Milch hier rumstehen. Die könnte ich mal in den Kühlschrank stellen. Oh, Moment. Gleich passiert was Lustiges. Da schmeißt du euch weg. Ach, nee, doch nicht. Hat mich nicht getroffen. Haha. Dann habe ich den Moment verpasst, in dem es mich erwischt hat. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Ich achte gerade nicht aufs Spiel. Was habe ich noch so? Schokodrink. Toll. Schokoladenmilch. Pulver. Mensch, also... Also, ich habe über viele Dinge zu erzählen. Ist der helle Wahnsinn. Ist euch das eigentlich auch aufgefallen, sofern ihr die amerikanische bzw. englische, sagen wir einfach mal die englische, Let's Player Community verfolgt? Es gibt viele Let's Player, auch viele Bekannte aus der englischen Szene, die reden über quasi alles, aber kaum das Spiel. Und die sind verdammt beliebt. Das geht in der englischen Szene aus irgendwelchen Gründen. Die deutsche Szene ist mehr darauf geeicht, wirklich nur über das Spiel zu reden. Ich frage mich, warum das so ist. Ich habe keine Ahnung. Daher stört es mich jetzt auch überhaupt nicht, dass ich über irgendwas anderes rede. Ach ja, und aus diesem Raum kommen wir nur mit dem Dungeon-Item wieder heraus. Moment, was hatte ich vorhin gesagt? Daher stört es mich nicht, dass wir jetzt nicht nur über das Spiel reden. So, ich hoffe, ich hatte das zuvor auch gesagt und nicht genau das Gegenteil. Das bedeutet natürlich, das Dungeon-Item werden wir gleich erhalten. Oder demnächst. Auf Ihrem Lieblings-Let's Play-Kanal. Tun-Dings. Bums. Ich habe das Gefühl, manchmal stelle ich mich auch absichtlich dumm an oder klinge absichtlich dumm. Aha, das Dungeon-Item, das Blasrohr, wenn ihr versteht, was ich meine. Es ist nicht wirklich ein Blasrohr, wie ihr seht, aber damit können wir Kerne verschießen. Mit dem Blasrohr können wir Samen verschießen. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich klinge absichtlich ein bisschen dumm, weil ich Alleinunterhalter bin, vielleicht deswegen. Selbstverständlich könnte ich auch zu 90% der Zeit höchst intellektuell klingen. Aber das wollt ihr überhaupt nicht. Und ich befürchte, das kann ich auch überhaupt nicht. Denn ich bin nicht intellektuell. Mein Allgemeinwissen ist reichlich... Ja... Unreichlich. Genau das ist es. Ist nicht lustig. Ja, ne? Oh, ich hatte mir auch letztens mal ein neues Nintendo DS-Spiel gekauft, weil ich schon lange nichts mehr aus der Reihe gekauft habe. Pokémon Schwarze Edition 2. Ist ganz nett. Ist nett. Mehr nicht. Das gleiche wie schon seit Jahrzehnten. Mit, ja, ich würde mal sagen, Pseudo-Story. Was mich am meisten nervt, ist, dass die
Dialoge, egal mit wem man spricht, egal ob NPC oder wichtige Person. Alle Leute klingen gleich. Absolut alle. Und die meiste Zeit hat niemand irgendetwas Gehaltvolles zu sagen. Da habe ich irgendwann aufgehört zu lesen, was die NPCs sagen. Oder wichtige Charaktere. Ich überflieg's einfach nur noch, weil es mich nicht interessiert. Naja, aber bei Pokémon geht's sowieso nur ums Gameplay. Aber das Aufleveln ist etwas schwierig. Muss ich euch erklären. Denn wir spielen ja jetzt gerade Pokémon, nicht Zelda. Hui, so kommen wir natürlich auch wieder in den Anfang zurück. Und hier dachte ich übrigens, oh fuck, jetzt sind wir runtergefallen, jetzt kommen wir nicht mal den Hebel heran. Wer aufpasst, wird allerdings merken, dass wir von dort aus den Hebel erreichen können. Weil wir schräg schießen können. Was ich bis dato nicht merkte. Naja. Das Problem mit diesem Pokémon ist halt, dass die eigenen Pokémon, die man trainieren möchte, weniger Erfahrungspunkte bekommen, wenn sie gegen ein Pokémon niedrigeren Levels kämpfen. Und irgendwann sind die Pokémon halt so stark, aber noch nicht stark genug, um zum Beispiel den Arenaleiter effektiv zu besiegen, dass das Trainieren einfach zu Qual wird und so ziemlich halbwegs ziemlich geradlinig wird. Was ich überhaupt nicht leiden kann. Also ich habe das Spiel auch noch nicht durch, weil es mich einfach nur noch gelangweilt hat. Vielleicht bin ich aus diesem Pokémon-Alter heraus? Meine Ansprüche sind zu hoch! Befürchte ich fast. Ja, jetzt sehen wir uns jedenfalls noch ein bisschen um, weil ich dumm bin. Aber das macht ja überhaupt nichts. Ne? Eldorado 2 werden wir demnächst übrigens auch weiterspielen, denn Realtroll hat sehr schnell reagiert und einen Bugfix rausgehauen. Was ich wirklich unglaublich gut finde. An dieser Stelle kommen wir übrigens nicht weiter. Wir können die Steine nur nach außen hin verschieben, zumindest effektiv nach außen hin verschieben, wenn wir denn einen Weg von der Treppe bis in diesen Raum wollen, aber nicht umgekehrt. Wenn ihr jetzt versteht, was ich meine. Ja, ich bin halt ein bisschen dumm. Blop, blop. Aber da habe ich auch bemerkt, aha, die Kerne prallen ja von der Wand ab. Und das ist wichtig. Nicht jetzt unbedingt für dieses Rätsel, aber es ist wichtig. Dass man schräg schießen kann, muss man natürlich wissen. Ich freue mich schon auf Suishomarus Pokémon-Spiel. Ich kenne auch schon einige der Pokémon-Grafiken. Und die sehen fantastisch aus. Fantastomatisch. Besser als meine Pokémon. Nämlich originalgetreuer. Jo. Mist, jetzt habe ich nichts mehr, über das ich reden könnte. Wir könnten über Zelda reden, aber das wäre zu einfach. Ich habe Kryptonit, ich könnte Superman töten, aber das wäre zu offensichtlich und viel zu einfach. Ja. Ach, ich hasse es, mir selbst zuzusehen. Tralalalala. Just do something, you idiot!